Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich nein, später. Schon okay, schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Wofür? Isaac? Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell. Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, können Sie mich hören? Dana, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Die Aufbaumatten müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Treibmann, Ende.
Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Der Proband ist Nolan Strauss. Sittel 158. Kommen Sie mal. Entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Herr. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu. Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Los. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir Ihnen angetan haben. Clark. Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. PPS-Bericht 1418, Pflegestation.
Aufgrund der jüngsten Erkenntnis, dass die Eisstiele über ein Jahr gesammelt und dazu verwendet wurden, einen Minimarker zu bauen, wurde die gesamte Einheit nach weiteren ähnlichen Phänomenen durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass Marker aus Tablettenflaschen, Injektionsnadeln und sogar aus Hygieneartikeln wie Nagelknipsern und Pinzetten gebaut wurden. Alle Forschungsteams wurden über diese Entdeckung in Kenntnis gesetzt. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Ich schneide sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasmakutter? Oh Gott! Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Scheiße! Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Ah!
involviert. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac. Wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Tideman ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umkreist. Scheiße! Tideman stört mein Gesicht! Thank you.
Die Bahnstation ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie. Ich will noch mehr antworten. Wie lange bin ich schon hier? 3 Jahre. Tideman fand sie in der Nähe von Aegis 7 durch das All treibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern?
Der Marker, den Sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in Ihr Gehirn gepflanzt. Je länger Sie wach sind, desto stärker wird es, bis es Sie umbringt. Tideman gab Ihnen Erinnerungshemmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, Sie könnten das beheben. Nur wenn Sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich! Von der CEC. Trennt Ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierungsroute. Uns drüber, damit wir vergessen. Aber alles gut. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Warum funken Sie mich an? Isaac! Isaac, passen Sie auf! Oh,
müssen hier weg! Sofort! Überall sind Necromorphs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Tideman will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Christine Power. Dana? Verdammt. Thank you.
Thank you.
Wie sind Sie da hingekommen? Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Cassini Towers. Verdammt! Kiteman hat Ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sehen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf sich auf, ich melde mich bald wieder. Leben Sie noch? Wir können reden. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sehen Sie auch, Isaac? Und ihn. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Scheiße, sie haben mich gefunden. Schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Stross. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Thank you.
Ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Wer sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind.
Plätze auf der Titanstation, die Zeitmann wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Thank you.
Größerem zu sein, dann ist Unitology vielleicht das Richtige für Sie. Unitology wurde vor 200 Jahren von unserem Erlöser Michael Altman gegründet. Und wir glauben daran, dass die Menschheit eines Tages durch die Macht eines heiligen Artefakts namens Marker vereint wird. Diesen Prozess nennen wir Konvergenz. Stellen Sie sich das nur vor, alle Menschen vereint, einem Ziel, einem Verstand, einer Seele. Keine Kriege mehr, keine Angst, kein Hass. Wenn das für Sie nach einer idealen Welt klingt, dann suchen Sie nicht weiter danach. Die Konvergenz ist nah. Und Unitology wird helfen, dass sie eintritt. Haben Sie je das Gefühl gehabt, Teil von etwas Größerem zu sein? Dann ist Unitology vielleicht das Richtige für Sie. Unitology wurde vor 200 Jahren von unserem Erlöser Michael Altman gegründet. Und wir glauben, dass die Menschheit für die Tür zum Observationszentrum. Vandalismus ist in der Kirche nicht gestattet. Die Konvergenz ist nah. Und Unitology wird helfen, dass sie ein. Ah, du bist ein Insekt!
Irgendwas ist in der Kirche. Es hat die Tür aufgebrochen. Halten Sie durch. Ich versuche, alle Tore in der Gegend zu überbrücken. Hier draußen ist auch etwas. Aufzug nicht freigeben. Können Sie bei sich irgendwas machen? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krypta. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Nein, nein! Erdgott, kann es nicht sein! Dana, es ist wichtig, dass ich was...
Unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders.
Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Autosignal los. Thank you.
Dana, sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass Sie den Marker zerstören. Schließlich haben Sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir Sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, 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 es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut. Also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich. Aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss! Struss, wo wollen Sie denn hin?
schon beginnt, werden wir eins. Ein Verstand, ein Leben, ein Körper. Nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzungen. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Oh. Sieh dich nur an, wie groß du geworden bist. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Distriktdirektor Tightman. Alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück. Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Notfallpläne sind aktiv, um unsere Verluste zu kompensieren. Distriktdirektor Tightman, alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Der Aufenthalt in diesem Gebiet ist nicht sicher. Es werden ab jetzt alle Sauerstoffversorgung benötigt.
Die Schritte befolge. Schritt 1, in die dunkle Maschine kriechen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden. Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1, krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2, die Schrauben sind so fest, so fest. Ich verstehe nicht. Oh nein, er ist zurück. Nein, 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 nein! Gefällt dir das, ja?
Dann von da aus. Dann will ich, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Und wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Warten Sie, warten Sie. Spielchen.
Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden, er kennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Stross. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Trau ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten, aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knalle ich ihn ab. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Scheiße. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Stross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekappt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, bis Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Heilige Scheiße! Alles in Ordnung, Isaac? Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Tightman den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Tightman hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Stross, einen gebaut.
Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören. Und Stross muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche, sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Stross im Auge. Was macht Stross? Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche 3 Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Thank you.
repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Was macht Stross? Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Scheiß hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist dann der Krankheit. Nicht nach Ärger. Gehen Sie einfach weiter.
Zweck ist für euch im Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Der Rick ist die Tür hier drin öffnet sich Rosa Howard Phillips, den Stationswächter. Aber der ist tot. Können Sie sie öffnen? Ich habe kein magisches Bedienfeld, mit dem ich alle Türen auf der Sprawl öffnen kann. Ist da eine Leiche in der Nähe? Vielleicht können Sie damit die Tür austricksen. Die Tür mit seiner Leiche austricksen. Ich versuch's. Rick-Autorisierung erkannt. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Autorisierung erkannt. Autoschutz aktiviert. Stationswachmann Howard Phillips, bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte antworten Sie. Sektor werden überwacht. Geben Sie auf.